Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video soll es darum gehen, zu erläutern, dass jede Sucht schlimm ist. Denn es gibt Leute, die sagen, die Sucht ist schlimmer, die ist schlimmer, die ist am schlimmsten, die ist am allerschlimmsten. Ich habe eine Esssucht, hatte ein Alkoholproblem, eine Alkoholsucht, die ich jetzt seit fast 2 Jahren in den Griff bekommen habe und nicht mehr trinke. Ich habe auch mal gesagt in dem Video, ja, Esssucht ist die allerschlimmste Sucht. Okay, ich als Betroffener weise darauf hin, dass es unterschätzt wird, maßlos unterschätzt wird. Vielleicht werde ich auch in diesem Video was dazu noch sagen, aber letzten Endes kommt es auf das Gefühl hinter der Sucht an. Und das werde ich in dem Video erläutern. Also, wenn es euch interessiert, bleibt auf jeden Fall dabei. Davon jetzt mal abgesehen, möchte ich sagen, ich hatte wieder die Ehre, bevor das Video losgeht, bei dem Format Erkenne den mit Nahin Sky dabei zu sein, jetzt zum zweiten Mal. Und diesmal konnte ich über meine Esssucht reden, die Essstörung zum Thema machen. Also wenn euch das interessiert, erkenne die Süchtigen auf YouTube, gibt es ein, falls ihr es nicht sogar schon gesehen habt, wer weiß, könnte ja sein. So unwahrscheinlich ist es nicht, denn das ist ein Hype-Format und macht auch sehr viele Klicks und ist ein bekanntes Format. Also erkenne die Süchtigen, dann findet ihr mich dort, wenn ihr das einfach eingebt, erkenne die Süchtigen auf YouTube. Ja. War eine super tolle Erfahrung. Ich bin nach Berlin gereist und mit meiner Angststörung und so wie mein Leben verlaufen ist, war das jetzt nicht irgendwie irgendwo das Einfachste auf dieser Welt für mich. Aber ich habe es gemeistert und habe mein Anliegen geschildert und finde, habe das richtig gut gemacht. Kein Vergleich zum ersten Dreh bei dem Erkenne den Autisten-Dreh bei der Folge. Da konnte ich ja auch nicht so viel über die Thematik Binge Eating äußern, weil ich Angst hatte, aufzufliegen. Jetzt ist es deutlich besser geworden, wobei ich sagen muss, man lebt ja auch von seinen Fragen. Da kamen jetzt keine perfekten, guten Fragen, wo ich hätte glänzen können und mein Wissen präsentieren können. Und ich wurde hier und da auch mal unterbrochen, was ja auch völlig okay ist, wenn man Fragen stellt oder die Jury sich untereinander unterhält. Und es gibt auch andere Kandidaten bei dem Format. Es ist ja nicht meine Doku gewesen oder so, was völlig in Ordnung ist. Und dafür war es sehr gut. Schaut es euch auf jeden Fall an. Und auch eine coole Jury gewesen, bevor ich jetzt noch was sage. Mit Samra, den Nummer 1 Rapper, deutschlandweit bekannt. Jan Broke, werden bestimmt auch einige kennen. Oggy, Food-YouTuber, der einen sehr gut laufenden Dönerladen mittlerweile hat. Nahim Sky werden bestimmt auch viele kennen, das ist ja auch der Host. Also nochmal die Werbung: schaut, 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 schaut zu. Ja, ich habe jetzt schon länger kein YouTube-Video mehr gemacht. Schien so, als hätte mich auch keiner vermisst. Keiner hat irgendwo irgendwie kommentiert. Muss ja nichts heißen, aber ja, schade. Hätte mich schon gefreut, wenn man gemerkt hätte, ja, dass Leute sich fragen, hey, wieso kommt da kein Video mehr? Wo bleiben denn Videos? Aber ich muss sagen, dass ich jetzt wieder eins mache, ist wirklich jetzt irgendwo irgendwie ein Ausnahmefall. Mir ist die Lust abhanden gekommen, hier auf YouTube darüber zu reden, über das Thema zu reden, über meine Situation zu reden, weil ich das gefressen habe, dass ganz viele denken, es ist Jammern, Beklagen als Betroffener. Red nicht, mach, zeige Folge, fertig. Hör auf, Ausreden zu suchen und und. Deswegen macht es nicht mehr so viel Spaß. Wobei ich ja von meinem Wissen überzeugt bin und das außer Frage steht und ich auch noch daran glaube, dass es Leute gibt, ja, die das annehmen können und meiner Meinung sind, die sich mit der Thematik auskennen oder Betroffene, die sich davon inspirieren lassen und mutig genug sind und sehen, dass das Sinn ergibt, was ich sage. Ja, aber trotzdem, das hat mir schon ziemlich den Garaus gemacht. Deswegen kommen jetzt auch so selten Videos. Und wie ich ja sehe, scheint es ja auch keinen zu interessieren. Von daher. Ja, okay. Warum mache ich hier überhaupt das Video? Ja, Leute, es ist schon eine Sache, die einen schon wurmt, weil ihr wisst ja, der ein oder andere wird es wissen, wie viel Herzblut ich hier reinstecke und wie wichtig mir das ist. Ne? Und nicht umsonst war ich jetzt auch wieder bei diesem Format und bin seit 5 Jahren präsent. Vor 5 Jahren fing es mit Leroy an und ich habe jetzt 5 Jahre später immer noch die Möglichkeit gehabt, Leute zu erreichen. Vor 5 Jahren 1 Million Publikum mit Leroy erreicht und jetzt mit Erkenne die Süchtigen werde ich wahrscheinlich auch wieder 1 Million Publikum erreichen. Das Video hat schon fast 400.000 Klicks und das ist keine Selbstverständlichkeit und in der Zwischenzeit auch in vielen Formaten dabei gewesen zu sein, Podcasts, Fernsehberichten wie Galileo, Akte Sat.1 und ja, anderen Formaten, meine eigenen Social Media Aktivitäten. Ich zeige ihr Gesicht.
während es passiert und schäme mich dafür nicht. Dazu habe ich auch was in der Erkenne die Süchtigen-Folge gesagt, eine Rede gehalten. So ist das nun mal. Und das ist eine Sache, die wichtig ist. Im Erfolg sich dann zeigen kann jeder und versuchen, Leute auf seine Seite zu ziehen oder Dinge zu verheimlichen, die man nicht erwähnt, die man nicht ja, selber sich eingestehen möchte, die nicht rosig sind. Und diese Dinge gehören nun mal dazu. Auch bei vielen Menschen, die meinen, geheilt zu sein, abgenommen zu haben und jetzt ein anderer Mensch zu sein, das ist in ganz vielen Fällen Fake, weil das viel, viel tiefgreifender ist, das Thema. Gut, Leute, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ist Esssucht die schlimmste Sucht? Ist Spielsucht die schlimmste Sucht? Ist Drogensucht die schlimmste Sucht? Ist Nikotinsucht die schlimmste Sucht? Die einen sagen dies, die anderen sagen das. Nein, Spielsucht ist die schlimmste Sucht. Existenzen scheitern, die Suizidrate ist ziemlich hoch und viele verkraften das alles nicht und es wird unterschätzt. Das sorgt für den Dopamin wie soll ich sagen, Ausstoß und du kannst ja Geld gewinnen, was evolutionär bedeutet. Dein Überleben ist ja gesichert und du gewinnst und das wird sich dein Gehirn auch merken. Diese tiefgreifenden Gefühle, dieser Push, diese Belohnung auf diese Art und Weise mit den bunten Bildern, mit der Musik, bei den Spielautomaten im Verbund und man wartet immer auf den nächsten Gewinn und man hat Geld verloren und dann doch gewonnen und man kann jederzeit gewinnen und es ist wie eine Sucht, wie eine Droge ja, man kann einfach davon nicht loslassen, weil es ja jederzeit passieren kann der Drang und der Druck, einfach Geld zu gewinnen und dieses Glücksgefühl zu erleben und evolutionär gesehen, ja, sich damit zu sichern, ist einfach zu groß und ja, Mann, das ist die schlimmste Droge und Sucht hast du nicht gesehen? Okay. Drogensucht. Neue Verknüpfungen, Verdrahtungen, die entstehen durch die Drogen, durch chemische Drogen und evolutionär gesehen, dein Körper hat eine neue Überlebensstrategie, Emotionen besser zu deuten, schneller zu deuten, mehr zu deuten, berauscht zu sein und zu denken, dadurch alles richtig und gut zu machen, was das eigene Überleben angeht und hält daran fest. Die Drogen, die deinen Körper dann halt auch in dem Fall körperlich abhängig machen und diese Entzugserscheinungen dadurch, durch dieses Gift, das dein Körper dagegen ankämpft all das dann auf sich zu nehmen, wenn du davon loslässt nicht nur psychisch davon getrieben zu sein, Drogen nehmen zu wollen, sondern auch körperlich. Ey, ist doch die schlimmste Sucht, ist doch die allerschlimmste Sucht. Ja. ich könnte es ja so ewig weiterspinnen, aber ich erwähne jetzt noch die Esssucht, weil ich ja betroffen bin. Esssucht. Für mich die unterschätzteste Sucht, unterschätzteste. Ach, Essen tun wir alle, wenn wir Stress haben, wenn wir Langeweile haben. Kennt man, ist doch gang und gäbe, ist doch allseits bekannt. Ja, was soll daran eine Sucht sein? Aber ich sag, hallo, Überleben ist evolutionär gesichert, liebe Magen. Du bist voll, du machst alles richtig, belohnst dich mit dem Essen. Und wenn du eine psychische Instabilität hast und mit den Lebensumständen, mit den Lebensmitteln in der heutigen Zeit, mit all den unnatürlichen Dingen, die drin sind, die dich süchtig machen, Glutamat, Geschmacksverstärker, Zucker, und du dadurch dir das merkst und dich so konditionierst und du musst essen, um zu überleben und kannst dich einfach so aufhören wie mit den anderen Süchten, denen du na nicht nachgehen musst, um zu überleben, dann, ja, wenn das dann passiert, das ist eine Wahnsinnssucht, ein richtiger Teufelskreis, total unterschätzt. In dem Fall, was das macht, dich runterbringen, deine Gefühle regulieren ja, das ist schon eine schlimme Sucht und ich bin ja selber betroffen. Jetzt alles erwähnt so und gesagt, in dem Fall, was da passiert, tiefenpsychologisch auch und was die Gründe sind und ja, wie heftig das ist und was für ein Teufelskreis jede Sucht für sich ist. Ne? Und jetzt kann man darüber streiten, nein, die Sucht ist aber die, aber die oder aber die. Ich sag euch, jede Sucht ist schlimm. Ob eine von den genannten oder Alkoholsucht oder Nikotinsucht oder Sexsucht oder was auch immer. Denn das Gefühl dahinter ist entscheidend.
unabhängig von all den Dingen, die ich jetzt erwähnt habe, bei der Spielsucht, die Suizidrate und sich dafür zu schämen, sich zu ächten, bei den Drogen, der körperliche Verfall und die Entzugserscheinungen in dem krassesten Ausmaß bei den Drogen, glaube ich, am schlimmsten, schlimmer als bei jeder anderen Sucht. Bei dem Essen, in dem Fall sich körperlich zu schaden, zuzunehmen, massiv zuzunehmen oder halt auch mit Scham begleitet, mit Schuld begleitet, wie jeder dieser Süchte aufgrund der negativen Bewertungen auch, abgesehen von der Gesundheit, der körperlichen, auf die psychische Gesundheit geht. Und all das ist aber in ganz vielen Fällen durch psychische Instabilität entstanden, in den meisten Fällen. Ne? Und da einfach das Warum und das dahinter nicht zu sehen, dass jede Sucht schlimm ist, ob du Drogensucht hast, Alkoholsucht, Esssucht oder Spielsucht, das da nicht zu sehen, zumal ja viele suchtaffine Menschen eine Suchtaffinität haben und variieren in ihren Süchten, mehrere Süchten gleichzeitig haben, von einer Sucht in die andere wechseln, und das einfach nur das missbräuchliche Verhalten zeigt, weil das Tieferliegende einfach zeigt, dass sie Traumata haben, dass sie mit ihren Gefühlen nicht umgehen können aufgrund von Traumata, aufgrund von psychischen Problemen. Und das, warum? Das Tieferliegende ist das Problem. Je nachdem, wie sehr deine Impulskontrolle gestört ist und du einfach nicht mit Gefühlen umgehen kannst und wie sehr und stark und intensiv du Gefühle erlebst, durch schlimme Dinge, die du erlebt hast, gespeicherte Traumata und Gefühle und wie du Ereignisse erlebst in deiner Vergangenheit und vor denen du flüchten möchtest und die dich einfach total lebensunfähig machen und belasten, ne? Die Angst und Wut und Scham, die dann aufkommen. Und je nachdem, wie das in dir gespeichert ist und du das dann verkoppelst mit deiner Sucht, ob Spielsucht, Drogensucht, Alkoholsucht, Essenssucht und dann dein Körper sich das gemerkt hat, in dem Verbund deine Gefühle runterzufahren und dich zu sedieren und dich besser zu fühlen und. Und in dem Fall ja, überlebensfähig zu sein. Wenn das passiert und das über einen längeren Zeitraum, dann hast du die Kacke am Dampfen und das ist das Entscheidendste. Und dann ist es egal, welche Sucht du dahingehend nimmst. Ne? Auch wenn du natürlich sagen kannst, aus der und der Sicht, die Sucht ist am gefährlichsten für deinen Körper, aus den und den Gründen und schadet deinem Körper am meisten, dies und das. Aber dich negativ zu bestärken, dich schlecht zu fühlen, Scham zu haben und dich nicht überlebensfähig zu fühlen und dadurch psychisch noch mehr in den Bach runterzugehen, ist bei jeder Sucht, wie man das bewertet. Und dann der Grund dafür, wenn du aufgrund von Traumata, Angststörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, bipolarer Störung, Depressionen und im Verbund von allem, was auch immer, dann diese Sucht die aneignest, missbräuchlich, um das alles ertragen zu können. Der Grund dafür, der ist ja der Ausschlaggebende und der besteht ja und der bleibt ja, unabhängig von der Sucht, die da noch dazu kommt, wo du dich dann dafür ächtest und hast und dann deine grundlegenden eigentlichen Probleme vielleicht gar nicht kennst und weißt und reflektierst, die dich zu dieser Sucht getrieben haben und du nur deine Sucht vor Augen hast. Und dann hast du dieses riesengroße Problem mit der Sucht, als wäre das eigentliche Problem mit dem Trauma und mit deiner Impulskontrollstörung und mit dem Erlebten, was du nicht verarbeiten kannst, nicht schon schlimm genug, kommt noch dieses schreckliche Problem dazu. Und das macht es dann so zu einem riesen Teufelskreis und dass man dann einfach aus den Gründen die Sucht nur als ja, wie soll ich sagen, als Begleiterscheinung dessen hat und dass die Sucht eigentlich nur darauf aufmerksam macht. Das heißt, jede Sucht ist schlimm, egal welche. Auch wenn ich mich natürlich aus meiner Sicht dafür stark mache, dass Essstörung stark unterschätzt wird und ich schon mal gesagt habe, Essstörung ist in meinen Augen die schlimmste Sucht. Eigentlich kommt es eigentlich nur auf das Warum dahinter an. Was der Grund ist und all diese Dinge, die bleiben bestehen in der Psyche und bringen dich zu der Sucht und mit denen kommst du ja nicht zurecht. Und die haben dich zu dieser Sucht ja erst geführt. Und dann kommt dieses schwerwiegende Problem der Sucht auch noch dazu, als wäre alles andere nicht schon schlimm genug. Und das Warum dahinter ist schlimmer als jede Sucht. Und auch Süchte, die in dem Fall halt als nicht so schlimm angesehen werden. Es ist immer eine, wie soll ich sagen, eine schlimme Angelegenheit. Es ist immer so, dass man verendet daran. Und wenn es auf Raten ist, wenn man auf Raten verendet, sich Dinge in dem Fall verbaut, nicht aus sich herauskommt, nicht seine Persönlichkeit wirklich so reifen lassen kann, wie man möchte und der sein kann, der man möchte,
und einfach ja, aufgrund dessen passiv bleibt oder zu missbräuchlich Dinge nutzt, zu risikofreudig ist, einfach von seinen Gefühlen übermannt wird und sie gar nicht richtig steuern und ja, in dem Fall regulieren kann und darüber entscheiden kann. Und das ist dann immer eine Sache, die dich schleichend verändern lässt, dein ganzes Leben lang, ohne dass du es vielleicht richtig checkst, selbst wenn es nicht gravierend und schnell voranschreitet, wie bei manch anderen Süchten. Und je nachdem, wie exzessiv du es natürlich auslebst, ne, und wie exzessiv du in dieser Sucht dann drin bist, aufgrund deiner Verfassung. Und je nachdem, wie schwerwiegend es mit deiner Verfassung ist, umso mehr bist du natürlich dazu, in dem Fall getrieben, mehr in diese Sucht zu schlittern und die Sucht schlimmer werden zu lassen, weil es eigentlich nur ja, auf deine Missstände in dir drin hindeutet. Und nein, natürlich nicht in allen Fällen ist es dann immer die Psyche. Es kann natürlich auch sein, aus der Neugierde heraus, dass Süchte entstehen und du in diesen Teufelskreis gerätst, ohne schwerwiegende Traumata zu haben oder sonstiges. Aber in vielen Fällen ist es einfach so. Und dann in dem Fall wird es umso exzessiver, wenn du als Mensch mit Traumata und psychischen Auffälligkeiten in diese Sucht gerätst. Dann bist du dafür prädestiniert, einfach eine wahnsinnig schlimme Sucht zu bekommen. Und viele bleiben ihr Leben lang davon gezeichnet. Wie schon erwähnt, diese schleichende Veränderung, schleichend und der eine mehr, der eine weniger, bei dem anderen ist es mehr offensichtlich, aber den anderen weniger. Und das ist einfach schwerwiegend, jede Sucht, denn das Warum dahinter ist das Entscheidende. Und alles ist daran gekoppelt, dass dein Körper Sicherheit möchte. Ja, Leute, das wollte ich einfach mal sagen, auch mal wieder ein Video rausgehauen und kann auch noch mal was zu meiner eigenen Situation sagen, weil mir das wichtig ist, das festzuhalten, nicht den Schwanz einzuziehen. Und das habe ich auch bei diesem Format Erkenne die Süchtigen bei Nahim Sky gemacht. Mein Gewicht erwähnt, 165 Kilo, erwähnt, dass ich zugenommen habe, erwähnt aber auch, dass ich an mich glaube und es schaffen werde. Und ein Millionenpublikum darf das wissen. Dann dürfen die paar hundert Leute im Idealfall, die dieses Video sehen, das erst recht wissen. 165 Kilo, 166 Kilo wiege ich. Seit 2 Jahren habe ich die Diät vor mich hingeschoben und habe dadurch natürlich auch einige Kilos zugenommen. Und das ist ja allseits bekannt, hat sich ja schon auch so aufgebaut in all meinen Videos. Ansonsten gibt es gewisse Dinge, die ich auch dahingehend mit der Angststörung gekoppelt vor mich hingebe. Aber alles gar kein Problem. Der biologische Grund und warum mein Körper sich schützen will und das macht, ist ja ohnehin klar. Was macht man in der Situation? Sich jetzt dafür hassen? Ja, guck mal, du schiebst das vor dich hin und dies und das. Oder zu erkennen, warum das passiert, geduldig zu bleiben, besessen zu bleiben, überzeugt zu bleiben. Denn genau das wird mich zum Erfolg führen. Und das tue ich ja, ohne mir das schön zu reden, so ich das sehe und auch sicher bin, ne? Davon überzeugt bin. Ja, genau. Was meine eigentliche Lage angeht, macht es eh nicht mehr so viel Spaß, das Kunst zu tun. Wie schon aus den vorhin am Anfang genannten Gründen. Ach, du redest doch nur, es tut sich nichts und dies und das und mach doch endlich. Es ist eigentlich eine Schande, das hier so zu sagen und dafür aufs Maul zu bekommen, aber ich bin nicht wie die anderen, die sich dafür schämen und die alles nur, wie soll ich sagen, beschönigen und in dem Fall die schönen, glorreichen Dinge nur zeigen, zum größten Teil. Oder im Nachhinein darüber oberflächlich reden, über Dinge, nachdem sie ein besseres Momentum haben. So bin ich nicht. Das wisst ihr und ja, das ist mein Prozess, das ist mein Weg. Und was soll ich sagen, Leute? Trust the process. Mehr denn je. Daran ändert sich nichts. Und all diese Dinge, die sich ja so viele unter diesem Abnehmen vorstellen, Sport machen, transformieren, dies und das, gesunde Ernährung, die sind ein Teil dessen und die sind ja für mich nicht in dem Fall irgendwie unwichtig oder unnütz. Nein, also sie gehören völlig dazu und das eine führt ja zu dem anderen, aber nur mit einer gesunden Psyche, sich der tiefgreifenden Dinge bewusst zu sein, mentaler Gesundheit und angekommen zu sein, das tiefgreifende Bewusstsein dafür zu haben. Und das habe ich und das werde ich auch immer mehr ausleben und immer mehr in meinem Äußeren und meinen Lebensumständen manifestieren. Das wisst ihr, dass ich das so sehe und daran wird sich nichts ändern. Für viele von euch zählt es natürlich nur, wenn es dann bewiesen wurde. Alles andere sind nur Worte. Das ist auch klar, liegt in der Natur der Sache. Kein Problem. Ihr dürft es so sehen, wie ihr wollt. Letzten Endes, die Leute, Kritiker oder Leute, die es nicht zu sehen. Letzten Endes ist das ein Erfolg, dass ihr dabei seid und es immer wieder euch anseht. Das zeigt schon
wie viel ich in euch hervorgetriggert habe und wie viel Stellenwert das hier hat, was ich mache, aus emotionaler Sicht. Und das ist für mich schon ein Erfolg, ob man mich mag oder nicht, wenn man sich mit mir beschäftigt. Und entweder mag man mich oder man mag mich nicht. Also ich würde jetzt nicht denken, dass man mich verabscheut. Nein, gehe ich von aus. Wenn ja, dann wäre das so, aber glaube ich nicht. Weil entweder mag man das als Betroffener, dass ich mich so zeige, so überzeugt bin von mir, die wahren Dinge zeige und auch darüber rede und reflektiere und auch unangenehme Dinge sage, äußere, schon seit längerem und das hier festhalte. Entweder mag man mich dafür, weil man selber in sich hineinschaut, psychologisches Wissen hat und das relaten kann, oder man hasst mich, weil man getriggert ist, von meiner Situation, von meinem Übergewicht, von meinem Selbstverständnis oder weil man selber damit betroffen ist und Dinge nicht wahrhaben möchte und all das. Okay, so ist das. Sucht es euch aus. Ich bin in der Zeit mittlerweile einer geworden, der damit leben kann und damit gut zurechtkommt, wenn mich nicht alle mögen. Früher wollte ich jedem gefallen, sympathisch sein und habe mich davon genährt. Mittlerweile liebe ich es einfach, ich zu sein, authentisch zu sein und die Wahrheit zu sprechen in meinen Augen. Und wenn man mich mag, mag man mich dafür. Und wenn man mich nicht mag, mag man mich eben nicht. Aber die, die mich mögen, die mögen meine Authentizität und mögen mich genauso für das, was ich bin und für den, der ich bin. Und das ist das Allergrößte dieser Welt und ein großes Gut. Und wenn es nur eine Person wäre, ja. Gut, Leute, lasst den Kopf nicht hängen, bleibt dran. Hinterfragt euch, reflektiert euch, schaut euch einige Videos von mir an, die ich in diesen 4 Jahren jetzt hier schon auf YouTube gemacht habe. Gibt es viele gute Videos, Goldschätze, wenn ihr den Videos eine Chance gebt und euch auch mal die Zeit nehmt, Videos euch anzuschauen. Und ja, niemals den Kopf in den Sand setzen. Trust the process, ja?